Herzlich willkommen bei Deutsche PS4 VR Gamer. Ich bin der G-Bear und heute möchte ich mit euch ein bisschen Dinosaurier besuchen gehen und einfach eine andere Welt mal erkunden. Und wir spielen heute The Journey, Robinson The Journey. Das Spiel ist schon eine ganze Weile draußen. Aber ich habe mir gedacht, ich spiele es nochmal mit euch komplett durch. Ihr seht, ich habe schon gespielt. Aber nichtsdestotrotz fangen wir ein neues Spiel an. Los geht's. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir gedacht, das Spiel stelle ich nochmal vor, weil das hat wirklich eine wunderbare Grafik für VR. Und ja, ist wieder eins der typischen G-Bear-Spiele. Hex, sieh dir das an. Meine Scans zeigen an, dass dies ein Hochrisikobereich ist. Vornehmlich, da es sich um ein Tyrannosaurus-Nest handelt. Hey. Oh je. Hi, Kleiner. Bleib zurück, Robin. Ja, ich hab nicht vor, es zu streicheln. Das ist ein bösartiges Raubtier. Noch nicht. Ich weiß, was du denkst. Keine Haustiere. Ich nenne sie Laika. Goldig. Drei Monate später. Das Spiel wird gespielt ganz normal mit dem DualShock-Controller. Ja. Guten Morgen, Robin. Wahnsinn. Gut, Grafik, dass du wach bist. Ohne dich ist das ziemlich langweilig. Du weißt doch, wie ich bin. Ich werde leicht existenzialistisch, wenn ich mich nicht um jemanden kümmern kann. Okay, mit R drehe ich mich komplett und hier lässt sich's auch wirklich drehen. Das kann man einstellen in den Optionen, ob man Lass dir Zeit. Einen Kreis ich glaube, um sich sehen will ein großartiger Tag. Oder ob man sich wirklich frei bewegen möchte. Und hier kann man sich wirklich komplett frei drehen, bewegen. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Da blinkt was. Ich habe das Spiel jetzt auch schon länger nicht gespielt. Dies ist eine Notrettungskapsel der DSF Esmeralda. Bei einem Absturz hat ihr Überleben oberste Priorität. Suchen Sie dann den Rest der Crew. Vergewissern Sie sich, dass die Notpositionstransponder der Kapsel und Ihres Anzugs aktiviert sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie über folgende Grundlagen verfügen. Wasser, Nahrung, Unterschlupf, Wärme und Signalmöglichkeit. Melden Sie Ihren Status regelmäßig und suchen Sie auf allen Kanälen nach Überlebenden. Am wichtigsten ist, Ruhe bewahren, bei der Kapsel bleiben und Energie sparen. Teddybär. Also an Spielzeug mangelt's nicht. Ich wüsste mal gern, wie alt unsere Figur sein soll, weil Teddybär und
Naja. Teddybär, Baseball, ein Kegelset. Naja, okay. Gehen wir mal gucken, ob wir die Tür da vorne aufkriegen. So. Und das sieht doch mal gigantisch aus. Sie steht immer noch, auch nach einem Jahr. Kannst du glauben, dass wir auf dem Schiff mit 100 Millionen Kilometer pro Stunde zu den Sternen geflogen sind? Bis... Sie war ein wunderbares Schiff, nicht wahr? Es müssen noch andere überlebt haben. Wann werden wir sie endlich finden, Hicks? Das hast du gut gemacht, dass du so lange überlebt hast. Andere kommen vermutlich nicht so gut klar. Super. Super, super, super. Also die Grafik ist 1A. Spitzenmäßig. Wo ist Laika nur hin? Wieso rufst du das Tier nicht? Laika? Da hinten. Das Vieh ist in seiner Höhle. Versteckt sich aus Scham, nehme ich an. Ich fürchte, wir haben was zu tun, bevor du mit deinem Haustier spielen kannst. Am besten siehst du dich einmal um. Oh, guck mal. Wieso hörst du nicht auf mich? Diese Dinosaurier sorgen dafür, dass das Tor zu ist. Das Tor geht erst auf, wenn diese Tiere weg sind. Vielleicht könnte dein Haustier doch mal nützlich sein. Okay. Gehen wir gucken, wo er ist. Oder sie, er, sie, es ist. Ah, das Wix. Ja, unser Sturmproblem betrifft auch das. Ohne schwere Objekte zu heben, können wir nicht viel reparieren. Nochmal ganz kurz die Steuerung. Pulsobjekte schweben lassen. Okay. Hilfe verbergen. Okay. Okay. Deine Freundin kommt sicher erst heraus, wenn wir das Chaos beseitigt haben. Das muss erst aufladen. Na los. Ja. Warten wäre angebracht. Na los. Sollte es gehen. Tut's aber nicht. Okay, hallo? Eingesperrt von einem Stück Schrott. Zu dumm aber auch. Du kannst es erst rauslassen, wenn wir das Chaos beseitigt haben, das es angerichtet hat. Das geht. Okay. R2. Ich drücke R2 und nichts passiert. Typischer Vorführeffekt. Spielzeuge sind in der Kiste. Ganz genau, wie ich es mag. Ordentlich. Gute Arbeit. Nix funktioniert. Hilfe. Wenn das Wix nur online wäre, dann könntest du das aufheben. Ja, ich will doch online gehen. Lass mich doch bitte online gehen. Muss ich das mit dir machen? Nein? Okay. Die Stromerzeugung ist suboptimal. Die Wasserturbine ist defekt. Ich gehe hier lang. Wo gehst du lang? Da lang. Da wäre ich jetzt aber auch hingegangen.
Siehst du hier? Die Wasserturbine ist verstopft. Das ist der Grund für den Stromausfall. Dieser verspielte Dinosaurier. Er muss die Fässer ins Wasser gestoßen haben. Ja, super. Wir haben Strom. Aber jetzt sehe ich, dass auch die Stromkreise beschädigt sind. Wie wunderbar. Dabei kann ich dir tatsächlich helfen. Okay, wie denn? Ach ja, genau. Okay. So. Tut gut, nützlich zu sein. Jetzt müsste der Strom wieder perfekt fließen. Das Mix ist bald wieder online. Okay. Was ist das? Mit dem rechten Stick kann ich Sachen, die ich festhalte, bewegen, drehen, rotieren. Ups. Na. Nee, nur nach oben, unten. Und man kann es rotieren, aber da wird es einem schwindelig. Also eher so hoch und runter. Das mag er nicht. Wählerisch. Hier jetzt geht. Oh ja, da leuchtet's. Alles klar. Rennen kann ich bis jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob man es wirklich kann oder nicht. So, jetzt sollte es doch genau kein Problem sein. Es soll den Ball fallen lassen, bevor es das Ding kaputt macht. Ist nicht so, als könnten wir einen neuen kaufen. Na los, Leica. Mach dir keine Sorgen wegen Hicks. Ich muss nur an deinem Training arbeiten, damit es ihm keine Sicherung raushaut. Aus! Jetzt der große Test. Kann es sich merken, wie man Verstecken spielt? Geh zu dem Baum da und fang an. Komm mit! Okay. Der Baum. So. Also diese Flugdinosaurier, das sieht richtig. Verstecken spielen beginnt bei dem Baum. Simples Tier, simple Regel. Leica, sollen wir Verstecken spielen? Es ist zu weit weg. Ruf es her. Komm. Leica! Jetzt kannst du das Versteckspiel starten. Doch. Okay, wie starte ich das? 10, 9, 8, 7, 6, das habe ich gesehen. 5, 4, 3, 2, 1. Ich komme! Nein, kälter! Ah, der gibt dir Tipps, genau. Es wird wärmer. Okay. Ja, wärmer. Da. Was hat es denn da? Das ist eine Hicks-Einheit. Schaff dein Haustier weg von ihr, bevor es sie ernsthaft beschädigt. Mhm. Sie enthält wertvolle Daten. Wir sollten sie sofort scannen, Robin. R1? Ah ja. Wertvolle Informationen, hä? Wie ist sie hergekommen? Man wird doch nicht einfach ins Lager gewählt. Dein...
Das ist eine Kolonieeinheit von der Esmeralda vorgeschickt, um die Basis unserer Gesellschaft zu gründen. Ein Teil unserer Geschichte. Esmeralda, Commander? Hallo? Hier spricht Higgs Kolonieeinheit 11886 von der autonomen Go-Ahead-Sonde. Ich kann melden, dass wir Tyson 3 erreicht haben. Derzeit dringen sämtliche Landwirtschaftskapseln in die Atmosphäre ein. Da wir sie seit Jahren nicht erreichen konnten, haben wir umgehend unsere eigenen Landeprotokolle initiiert. Ich denke, der Fehler liegt auf unserer Seite. Etwas muss uns im Raum zugestoßen sein. Hallo, Commander. Hier spricht wieder Higgs Kolonieeinheit 11886. Da wir noch immer nichts von Ihnen gehört haben, wollte ich Ihnen mitteilen, dass wir die ersten Gebäude errichtet haben, obwohl natürlich noch keine Menschen da sind, um in ihnen zu leben. Es läuft nicht so gut wie erhofft. Es gibt wilde Tiere. Es ist nicht gerade sicher auf der Oberfläche, aber zumindest kann man atmen. Wilde Tiere ist ja wohl ein bisschen untertrieben. Commander? Hallo? Sie kommen doch zu Tyson 3, korrekt? Ich weiß nicht, wie lange wir schon hier sind. Meine Uhr ist stehen geblieben. Ich würde Ihnen ein Bild der Oberfläche schicken, aber meine Kamera ist ebenfalls defekt. Die Röhrenapartments Modell B, die Sie mitbringen, werden schön sein, nicht wahr? Unterhaltungssysteme, Regenwaldduschen, Barbecues, saubere und trockene Higgs-Docks, Ersatzteile und... Bitte kommen Sie. Wir warten auf Sie. Modell B. Okay. Diese Jungs haben einen Landeplatz gebaut. Wenn unsere Crew da draußen ist, werden sie dort die Kolonie gründen. Die Higgs-Einheiten können uns sagen, wo sie sind. Es muss noch mehr geben. Finden wir sie. Verstehe. Die Daten hier deuten an, dass noch drei in der Nähe sind. Ich gehe hier lang. Nee, warte mal, ich muss gerade mal hier Leica ein bisschen scannen. Schicke es zum Tor hier. Diese Tiere sorgen dafür, dass das Tor zu ist. Das Scannen macht man mit dem Kopf, also das, die Bewegung von dem Punkt. Gut gemacht. Eine Kreatur erfolgreich gescannt. Ich füge die Daten jetzt zu deinem Infotarium hinzu. Dankeschön. So, die kann man auch schon scannen. Hab ich sagen? Ja. So, Leica. Gut gemacht. Man kann also wirklich jedes Tier, alles was man sieht, einscannen. Hierher. Da zeige ich euch dann auch noch gleich diese, den habe ich schon, diese wir sollten uns das Tor einmal ansehen wollen. Einstellungen, wo man sehen kann, was man schon alles gefangen hat oder gescannt hat. Das schafft es nicht. Das kann es nicht. Muss ich da hin oder was, oder? Hier, komm mal her. Komm mal her. Komm mit. Ja, komm her, ins Licht. Komm her. Das schafft es nicht. Ich kenne den Weg. Okay, dann sag's. Stehe da vorne. Okay, dann eben noch nicht. Zickiges Ding. Ha! So schnell weg. Den kann man natürlich auch scannen.
Laika, bleib. Sitz. Geh jetzt. Alles klar. Okay. Komm. Verschwindet es auch wieder? Okay, die Einstellung, glaube ich, ist gerade geglitscht. Okay, ich muss hier ganz kurz unterbrechen, glaube ich. Und es geht aber dann sofort weiter. Ich muss gerade... Hierher. Ja, das ist irgendwie ist das geglitscht. Das geht nicht weg momentan, glaube ich. Ich probiere noch mal was und dann... Okay. Hervorragend. Hervorragend. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, dass mir das schon mal passiert ist. Ist fertig oder was? Ist anscheinend fertig. Okay. Da kann ich hier was drücken. Die Mütze kann ich holen und werfen. Komm. Ich krieg's eine Mütze auf. Gern geschehen. Ja, ich muss hier kurz unterbrechen und es tut mir leid, aber das ist irgendwie geglitscht hier. Bis gleich. Okay, wir sind zurück. Herzlich willkommen zum 1,5. Teil. Und ich habe jetzt, glaube ich, was festgestellt. Ich muss erst... Da läuft wie so ein kleines Tutorial ab. Und komm her. Ich muss wahrscheinlich erst dieses Tor hier öffnen, bevor ich den Rest machen kann. Na komm. Komm. Los. Gut. Genau. Jetzt lass es sie anbellen. Laika, brüll. Geschafft. Tschüss. Ich mache den armen Dingern nur ungern Angst, aber deine Freundin hätte sie wohl sonst gefressen. Danke für all deine Hilfe heute, Norman. Gerne. Ich weiß, dass du dein Zuhause nicht ständig in Schuss halten willst, aber es ist überlebenswichtig. Und das ist, wie du weißt, meine größte Sorge. Okay. Alles klar. Gehen wir mal da unten gucken, ob wir da noch was vergessen haben. Achso. Hier ist unser Fortschritt. Wie wir sehen, haben wir nicht sehr viel gemacht. Ins Abenteuer. Jo, also sehr viel haben wir noch nicht gemacht. Hier ist unsere... Hier steht alles das, was man noch machen muss. Also ich habe unten nichts mehr zu tun, sondern ich gehe jetzt einfach zur Farm. Okay, und Infotarium. Die Kreaturen, die wir schon gescannt haben. Sieht das nicht toll aus? Also das finde ich 1A gemacht. Hier, dann haben wir hier Tyrannosaurus. Und der bewegt sich dann auch. Das passiert immer dann, wenn man eine gewisse Anzahl von Tieren eingescannt hat. Die fangen dann an, sich zu bewegen, was richtig gut aussieht. Also man kann nah rangehen. Es sieht Hammer aus. Gut, dann haben wir hier unsere Higgs-Einheiten, die wir alle scannen müssen, die wir alle finden müssen. Also jetzt noch 4 Stück. Eine haben wir gefunden. 4 Stück fehlen noch. Und das ist der Kommunikator. Da haben wir noch überhaupt nichts. Gut, würde ich sagen, haben wir noch einiges vor. Gehen wir zur Farm. Komm, Laika.
Let's go. Let's schleich. Wieso? Ich würde heute Morgen gerne mal nach der Farm sehen. Seit irgendwann gestern Nacht erhalte ich kein Signal mehr vom Cobot. Uns soll doch nicht das Essen ausgehen. Nee, das wäre schlecht. Gut gemacht. Eine Kreatur erfolgreich gescannt. Ich füge die Daten jetzt zu deinem Infotarium hinzu. Danke sehr. Wie ich das Spiel beim ersten Mal gespielt habe, habe ich eigentlich immer so ziemlich den Scanner angelassen. Weil man hat doch damit mehr zu tun. Also die Grafik, die man hier vor sich hat, ist einfach nur gigantisch. Ich weiß, dass ich dich nerve, aber es wird höchste Zeit, dass wir ernsthaft Forschung betreiben. Wieso fügst du nicht Tiere in das Infotarium? Mach ich doch die ganze Zeit. Geh ich mal. Gut, hier. Ein Platz zum Klettern. Weißt du noch, was du tun musst, Robin? Jo. Halte dich mit beiden Händen gut fest. Mit L2 und R2. L2 ist die linke Hand natürlich, R2 die rechte Hand. Und dann kann man hier klettern. Wieder so ein Armband. Ab damit ins Infotarium. Wenn du das überall machst, haben wir bald riesige Mengen von Daten. An den Maulwurf muss man sich immer so ein bisschen ranschleichen, weil der sehr scheu ist. Ah, ich habe einen roten erwischt. Ist nicht so einfach, aber macht Spaß. Ah! Also. Yes. Nummer 1 von zig. Wie es hier bei dem Spiel aussieht mit, wenn man an so einer Kante steht und man will runter klettern, man kann auch runterspringen, aber ich glaube, das ist schon zu hoch, muss man wirklich nur diese Kante angucken, dann erscheinen die Hände. Und dann mit beiden Händen zugreifen. So, ich hab dich doch gescannt. Hab ich dich vorhin nicht ganz erwischt. Also das sieht hier mal alles, ich wiederhole mich, aber es sieht toll aus. Gehen wir mal weiter. Komm, bleib hier. Ein weiteres völlig intaktes DSF-Ausrüstungsteil ruiniert. War das etwa dein Tier? Undankbares Biest. Lass sie in Ruhe, Hicks. Sie ist eine Weise. Ja, du hast recht. Ich weiß. Ob ich den Maulwurf da erwische? Komm raus. Komm raus da. Hallo? Keiner zu Hause.
Da ist er. Gesundheit. Okay. Die kriegen wir später. Kann ich hier was machen? Aufheben? Kann ich es aufheben? Nee, leider nicht. Farm? Okay, da müssen wir lang. Gut. Die haben wir erwischt. Also wie gesagt, auch von der Steuerung her ist das Spiel wirklich simpel, super easy. Was absolut zu erwähnen ist, ist die Steuerung, so die Bewegung, dass die es wirklich hinbekommen haben und haben keine Teleport-Steuerung gemacht, sondern man läuft. Und das ist für mich wirklich schon mal die halbe Miete. Ich komme. Wäre in einem besseren Zustand, wenn die verflixten Pterosaurier nicht angefangen hätten, auf den Klippen zu brüten. Bösartige Quälgeister. Gucken wir mal, was hier so geht. Wieso kann ich denn nicht rennen? Jetzt sieh dir das an. Es hat bereits gelernt, dass der Grobot eine Futterquelle ist. Weißt du, manchmal fürchte ich, dass es erstaunlich dumm ist. Dann wieder denke ich, es ist gefährlich clever. Der Grobot ist offline, deshalb sendet er kein Signal. Dein Wohlergehen hängt von einer zuverlässigen Nahrungsquelle ab. Es ist wichtig, ihn wieder zu aktivieren. Ich habe eine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Ich muss erst das hier reparieren. Das ist so ein Miniatureindruck von dem, was man hier so alles sieht, wo man sich bewegt. Sieht man, wo ich bin? Ich stehe da. Nee. Wo bin ich denn? Naja, auf jeden Fall kann ich momentan noch keinen Strom produzieren. Ich muss erst was reparieren. Das da oben. Okay, dann machen wir das doch mal. Ich wette, die Pterosaurier stecken hinter diesem Stromausfall. Ah. Suchen wir den Beweis, damit wir es ihnen heimzahlen können. Ah ja, das ist auch das erste Mal, dass ich das so gemacht habe. Okay. Du kannst nicht ständig an den Stromkabeln hochklettern, Robin. Wir müssen eine richtige Leiter für dich anbringen. Zu weit. Sieh dir das an. Die Windturbine wurde beschädigt. Die Flügel sind überall verstreut. Ich sage dir, Robin, die Pterosaurier werden diesen Tag verfluchen. Angebracht. Gut gemacht. Danke. Entschuldigung, wenn ich ständig den falschen Knopf drücke. Das ist mal eine dicke Raupe. Boah. Jo, komm.
Soundkulisse 1A. Man hat einen richtigen Dschungelsound im Ohr. Geschafft. Und es klingt richtig, richtig gut. Man hat Wind, man hat Tiere. Super. Musik hat man keine, bis jetzt zumindest. Also man ist richtig in dem Dschungel, ist man so gut wie richtig drin. War zu dicht. Hi Jungs. Tschüss Jungs. Ja, ja, lass bleib du mal schön da sitzen. Bleib da sitzen. Gehen. Tschüss. Wo ist der Propeller? Da oben. Eins noch. Wo ist es? Wo ist es? Oh komm, lass mich den kriegen. Ah. Immer noch ein Flügel. Wo ist der? Wo ist der Flügel? Nimm's mal mit. Wo ist dann der andere, der letzte Flügel? Kann ich das bewegen? Bist du? Da.
Gut gemacht, Robin. Strom ist wieder hergestellt. An Bord der Esmeralda hättest du locker als Konstrukteur arbeiten können. Hat nur ein bisschen gedauert. Sie haben eine dieser Hex-Einheiten. Diese Vögel stehlen wirklich alles. Robin, du musst sie retten. Wo fliegt der Pterosaurier hin? Da hoch ans Nest. Du kennst die Regeln, Hex. Raus hier. Oh, ja. Tut mir leid. Was denn? Okay. Käfer. Okay. Entschuldigung. Mit aktiviertem Wix können wir die Trümmer bewegen. Naja, du kannst. Muss ich dich erst nicht aktivieren? Ja. So. Glaubst du, er ist einsam? Er hat keine Grobord-Freunde. Er hat versucht, mit anderer landwirtschaftlicher Ausrüstung ein lokales Netzwerk zu bilden. Aufgrund unserer Isolation ist das jedoch gescheitert. Also ja, vielleicht ist er einsam. Naja. Verschwende nicht die ganze Nahrung, um diesem Tier Kunststückchen beizubringen. Leica? Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Gib her. Los, brüll! So, weiter geht's mit Exploring. Die haben wir alle schon gescannt. Okay, achso, da hinten hin, genau. Rennen. Oder mich wenigstens ein bisschen schneller bewegen. Da oben ist meine Einheit. Okay, wieso? Wieso kann ich da nicht hin? Ach so, ich bin außerhalb des Feldes.
Oh ja. Es geht doch nichts über ein wenig aufräumen, was? Unerhört! Was du gesagt hast, stimmt. In dem Pterosauriernest befindet sich eine Higgs-Einheit, sogar eine Crew-Einheit. Das geht wirklich zu weit. Robin, es ist nicht ganz ungefährlich, aber ich weiß, dass du sie zurückbringen kannst. Ich bin schon unterwegs. Das ist Eigentum des DESEF. Bring sie das zurück. Ist in mir. Okay. Du willst so spielen. Dann spielen wir so. Angreifen für die mich jetzt nicht. Also machen wir dir mal das Nest, Robin. Schon du dabei. Du wirst nicht ernsthaft schaden, aber du schickst eine Botschaft. Gib mir das. Unkultiviert, aber trotzdem gerissen. Laser. Okay. Wow. Ach, da war es. Ah. Okay, das ist der Moment in dem Spiel, wo man es richtig, richtig spürt. Er rührt sich nicht. Wir müssen ihn erschrecken. Haha. Noch einmal, noch einmal. Commander, Higgs-Crew-Einheit 60322 auf Patrouille. Aus der Columbus-Sektion wurden eklatante Gesetzesverstöße gemeldet. Begebe mich in Columbus-Speisesaal 3. Ich bestätige, dass hier ein Mitglied der Magellan-Crew ist. Es ist wieder Jimmy Lawrence, Commander. Er hat 3 Speisetabletts genommen. Sie da, gehen Sie zurück zur Magellan. Dieses Essen steht Ihnen nicht zu. Die Vorräte reichen nur für die volle Verpflegung der Mitglieder der Columbus-Crew. Er hat seinen Kaffee über das Essen gekippt. Er grinst mich nur an. Jetzt isst er das Essen mit seiner Tasse. Hört sich an wie ein netter Kerl. Ich habe Crewmitglied Lawrence zur Rede gestellt. Er war starrsinnig. Ich verfolge ihn gerade durch Columbus. Ich gebe zum Protokoll, dass er aufsässig ist. Er hat zur Hölle mit der Mission gerufen. Er hat Unzufriedenheit geäußert, dass er Tyson 3 nie erreichen werde und keine Kinder bekommen darf. Also warum solle er zugunsten von anderen leiden müssen? Er sagt, er plane jetzt zu leben und ich zitiere, zur Hölle mit Tyson 3. Commander, Lawrence ruft jetzt jedes Röhrenapartment, um dessen Higgs-Einheit zur Antwort zu nötigen. Dies unterbricht offensichtlich ihre lebenserhaltende Arbeit. Commander, ich bin Lawrence zurück zur Magellan gefolgt. Ich muss sagen, hier gefällt es mir nicht. Die Leute sehen mich wie Beute an. Als wollten sie mich auseinanderreißen, um etwas Wertvolles zum Tausch gegen Nahrung zu finden. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie mich aufessen. Sie sehen hungrig aus.
wünschte, wir könnten ihn verhaften, aber Sie haben recht. Wir dürfen keinen Aufstand riskieren. Wir wollen diesen Lawrence nicht zu einem Märtyrer machen. Unruhen. Okay. Die Zeit nach dem Weltraumzwischenfall war verzweifelt. Es hätte uns fast vernichtet. Wir konnten nicht mehr so leben wie zuvor. Jemand musste verzichten. Die, deren Kinder es nicht zu Tyson 3 schaffen würden, litten furchtbar. Zum Glück stoppten sie den Wahnsinn, doch anschließend waren die Leute zu misstrauisch. Es war uns nicht bewusst, aber die Kolonisierungsmission war in Gefahr. Du gehörtest natürlich zur Columbus-Crew, ausgewählt wegen deiner Gene. Du bist zum Überleben geboren, Robin. Guck mal. Okay. Und weiter geht's. Das Spiel leidet irgendwie ein bisschen unter Drifting. Also das Image muss ich immer mal wieder mit der Optionstaste gerade ausrücken. Man merkt das nicht beim Spielen, weil man bewegt sich ja sowieso in alle Richtungen. Aber man merkt es dann in solchen Menüs oder sowas, wo es dann einfach verschoben wirkt. Okay. Muss Robin dazu bringen, besser darauf Acht zu geben. Wie mache ich das Anbauen für ein Kind interessant? Ich höre dich. Gut. Wir hatten Glück, einen Grobot zu finden. Wäre dieses Kerl für mich zu eifrig, hättest du schon lange kein Essen. Guck mal. Scannen. Birds stay out. Okay. Ne, hier oben ist nichts mehr. Achso. Kann ich da runter? Nein. Kann ich hier springen? Ach, da war nichts sein. Nein, springen ist keine gute Idee. Okay. Ich würde so gerne ein bisschen schneller laufen. Ist da nichts da? Roten, linken, okay, bewegen, drehen. Nee, keine Rennfunktion. Da oben geht's nicht weiter. Da auch nicht. Muss Robin dazu bringen, besser darauf Acht zu geben. Wie mache ich das Anbauen für ein Kind interessant? Entschuldige, dass ich mir erlaubt habe, mich um deine Sicherheit zu kümmern. Ich habe mich bei diesem Rache-Ding etwas gehen lassen. Aber die Pterosaurier haben eine Lektion gelernt und du hast etwas über die Esmeralda erfahren. Also alles gut, oder? Leider sind keine Higgs-Einheiten mehr in dem Gebiet, also schlage ich vor, die Suche fürs Erste aufzugeben. Die anderen Gebiete sind viel zu gefährlich für einen Jungen in deinem Alter. Entweder habe ich ihn schon, oder? Ich sehe, dass dein Haustier ganz nützlich ist. Aber es wird zu einem Monster. Und die Menge Nahrung, die es brauchen wird, ist unvorstellbar. Naja, noch ist es ja nicht so weit. Wir gehen erstmal hier ein bisschen weiter.
Ich bin entschieden gegen Abenteuer, Robin. Das ist gefährlich. Wir müssen unkartierte Gebiete erkunden. Hier bei der Kapsel leben wir für immer in Sicherheit. Es gibt Leben, Hicks, und es gibt Überleben. Die Kapsel hat nicht einmal eine Dusche. Gut, aber du kannst jederzeit umkehren. Diese Richtung ist definitiv gefährlich. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was denn da so gefährlich ist. So, gehen wir erstmal gucken. Ich weiß, dort gibt es nur Pflanzenfresser, Robin. Aber sie haben große Füße und sind nicht besonders wählerisch. Pflanzenfresser ziehen auch Räuber an. Und du willst doch keine Zwischenmahlzeit werden, oder? Wird schon nicht passieren. Es ist nicht gerade weise, deiner Freundin einfach überall hin zu folgen. Ist ja nicht so, als würde sie Hicks-Einheiten aufspüren. Oder doch? Hey, Mädchen. Nicht so schnell. Wieso muss ich ständig Ärger machen? Oh Gott. Aha, ich bin nicht der Einzige, den dein Haustier nervös macht. Nicht brüllen einfach so. Was soll das? Diese Herde Langhälse grast ganz friedlich. Es wäre eine gute Idee, das Gebiet zu erkunden, bevor etwas Schlimmeres als dein Haustier auftaucht. Diese roten Dinger. Käfer gescannt. Du kannst nicht wie die Langhälse durch den Teerstrom warten. Deshalb musst du einen anderen Weg finden, von Insel zu kommen. Okay. Stecken bleiben wäre tödlich. Kriegen wir hin. So, mit dem Blick auf die kleineren Zeitgenossen und auf ein wirklich gigantisches Bild bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. Ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt. Es geht auf jeden Fall weiter. Und ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, ich habe jetzt nicht so viel reden können, weil in dem Spiel gibt es sehr viele Dialoge. Und dann ja, würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Lasst mal was von euch hören. Würde uns super freuen. Wir sind gern bereit, wir auf Wünsche einzugehen oder wir sind auch offen für Anregungen und Kommentare, Kritik, ob es euch gefallen hat. Lasst mal was von euch hören, wäre echt schön. Mit dem Spiel, mit der Szene nochmal vielen Dank. Like das Video, im Idealfall lasst ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann, euer G-Bear. Ciao.